dem VfL Gummersbach die Daumen dafür drücken, dass das klappt. Wir drücken euch wirklich die Daumen und wünschen euch, dass das gut läuft. Heute zum Spiel und vielleicht, was ihr für Möglichkeiten oder was du für Möglichkeiten siehst mit der Truppe in der neuen Saison. Vielleicht kannst du uns dazu was sagen. Ja, zunächst einmal hallo von meiner Seite und ja, vielen Dank, dass wir das heute hier so durchführen durften mit euch zusammen und erstmal ein großes Lob an euch als Veranstalter, muss ich sagen, und auch an die Zuschauer. Ich glaube, das war ein wirklich klasse Rahmen, wenn man bedenkt, Außentemperatur, Sommerferien, NRW und ja, also dafür muss ich sagen, war das wirklich toll für beide Mannschaften, so ein Spiel zu haben. Und ich muss auch sagen, auch ein großes Lob an meinen Kollegen. Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen mit deiner Truppe, aber ich fand die Leistung sehr, sehr gut, die Mannschaft abgeliefert hat. Also von daher glaube ich, war das für alle Beteiligten ein schöner Test. Ich denke, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, wir haben keine Verletzten zu beklagen. Das ist schon mal das Wichtigste für so ein Spiel. Und ich denke, alle haben profitieren können davon. Wir konnten auch nicht Gas geben in diesem Spiel. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, uns erwartet wirklich eine schwere Saison. Also klar, wir hatten heute einige Spieler, die wir noch nicht eingesetzt haben, die ein bisschen kleinere Blessuren hatten, die dann aber, ich sag mal, unter Punktspielbedingungen zurückgekommen wären. Aber schlussendlich geht es für uns darum, dass die Jungs sich schnell zurechtfinden in der zweiten Liga. Das ist eine wirklich, wirklich schwierige und gute Liga. Und ich glaube, dass wir aber, wenn wir alle Mann an Bord haben und die Jungs wirklich das abrufen können, was sie im Leistungsniveau auch zeigen können, dann können wir da wirklich eine sehr, sehr gute Rolle in der zweiten Liga spielen. Und das ist natürlich ganz klar unser Anspruch. Das hoffen wir und wünschen euch das auch von ganzem Herzen, weil für den ganzen Handball hier im Verband Mittelrhein, im Bergischen und im Oberbergischen ist der VfL halt eben das Aushängeschild und die Nummer und wir hoffen, dass ihr da wirklich erfolgreich durch die Saison geht. Wir drücken euch alle Daumen und wenn es hinterher heißt, die Aufstiegssaison des VfL Gummersbach wieder zurück in die Heimat, dann in die erste Bundesliga, hat hier bei der HSG Refrathand begonnen mit einem Kantersieg in den Sommerferien. Dann freuen wir uns umso mehr, dass wir euch da als Sparringspartner dienen konnten und ja, sehen eurer Saison mit viel Freude entgegen. Mario, kannst du uns was zum Spiel sagen und wie du deine Jungs gesehen hast? Erst nochmal Dankeschön und einen herzlichen Applaus an Torge Greve und den VfL Gummersbach. Mario Jatzke, Trainer der ersten Herren hier von der HSG Refrathand. Auf geht's in die neue Saison. Und was kannst du uns zum heutigen Tag und zu dem Ausblick für die neue Saison sagen? Ja, von meiner Seite auch erstmal schönen Dank, dass alle da sind. Ich glaube, es war ein super Rahmen. Wir haben, glaube ich, tollen Handball gesehen. Vielen Dank an den VfL. Ich komme ja selber aus dem Bergischen, deswegen interessiere mich immer für den VfL Gummersbach auch. Und ja, ich bin mit dem Tag total zufrieden, auch wenn nicht das Ergebnis so... Es gibt schon noch so ein paar Dinge, die wir nicht so gut gemacht haben heute, glaube ich, aber im Großen und Ganzen bin ich total happy. Ich glaube, für die ganze Region, für den Verein war es eine Riesensache. Und ja, jetzt haben wir erstmal nochmal 10 Tage Pause und dann geht es 6 Wochen intensiv los. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und freue mich auf die Saison. Da werden wir richtig Gas geben und dann gucken wir mal, zu was es reicht, ne? Ja, der Ausblick ist wahrscheinlich ein ähnlicher wie beim VfL Gummersbach, jetzt nicht unbedingt die 1 anzupeilen, was wahrscheinlich das nicht so offen kommunizierte Ziel intern dann doch beim VfL sein wird. Ihr habt gleich zu Beginn in der neuen Saison, Torge, ein schweres Spiel, ihr kriegt Husum Essen nach Hause. Das heißt, ihr habt überhaupt keine Zeit, großartig euch in der Liga zu akklimatisieren, wobei, wenn man sieht, wer alles in der Liga spielt, dann ist das, glaube ich, über weite Teile keine Laufkundschaft. Wie siehst du da die Gegner und wie meinst du, dass ihr dort bestehen könnt? Ja, du hast es schon richtig angesprochen. Ich meine, Husum Essen ist, glaube ich, ein ähnlicher Traditionsverein, wie wir es auch sind. Und ich denke, da wissen die Leute gleich am ersten Spieltag, um was es dann auch geht. Also Husum selbst hat auch für sich auch einen vorderen Platz beansprucht oder beansprucht einen vorderen Platz für sich. Und von daher denke ich mal, es ist für uns eine sehr gute Standortbestimmung. Ich kann eigentlich nur jeden dazu einladen, wirklich am ersten Spieltag auch dabei zu sein, weil ich vermute mal, wenn das Spiel, so wie es zumindest im Vorwege angekündigt wird und eigentlich auch die Namen versprechen, Gummersbach und Essen, das versprüht schon so ein bisschen, also vielleicht zumindest Verglanz vergangener Zeiten und ich hoffe halt eben auch wieder zukünftiger Zeiten. Und von daher kann ich nur jeden einladen, weil dieses Spiel wird sicherlich gleich schon ein Topspiel am ersten Spieltag sein. Wunderbar, Mario.
Bei euch geht's ein bisschen später los, wenn ich das richtig sehe. Wir sind am 15. September starten wir, glaube ich, haben dann gleich ein Auswärtsspiel in Birkesdorf, der Heimat von Simon Ernst. Da stehen noch ein Haufen Brüder von dem, die sich da in der Mannschaft tummeln und ihrem Namen große Ehre machen. Wie siehst du die Aussichten für die kommende Saison? Ja, ich glaube, es wird viel für uns auch von dem Start abhängen. Wir haben ja ein, zwei Neuzugänge auch, die wir integrieren wollen und oder auch müssen. Aber ich glaube, das funktioniert bisher sehr, sehr gut. Und wenn der Start positiv ist, darauf werden wir hinarbeiten, dann glaube ich, ist in der Saison auch viel möglich. Zu was es dann, wie gesagt, reicht, werden wir gucken. Aber gerade das Auftaktprogramm ist halt wichtig, dass wir da halt direkt präsent sind, direkt auch punkten. Und das ist halt auswärts in Birkesdorf. Letztes Jahr, glaube ich, Tabellenfünfter, ein Platz hinter uns. Also ja, das wird nicht einfach, aber ich freue mich drauf. Und die bisherigen Trainingseindrücke sind auch sehr, sehr positiv. Und deswegen können wir frohen Mutes in die Saison gehen. Dann darf ich nochmal mich ganz herzlich bedanken bei Torge Greve vom VfL Gummersbach, Mario Jaske hier von der HSG Refrathand. Ich möchte mich nochmal beim Publikum hier ganz herzlich bedanken, dass ihr dazu beigetragen habt, dass das hier so ein toller Nachmittag und ich hoffe auch weiterhin ein schöner Abend wird. Wir danken auch allen, die dazu beigetragen haben, dass wir den Deutschen Kinderschutzbund hier unterstützen konnten. Und je mehr ihr hier noch konsumiert und je mehr ihr hier noch verweilt, umso mehr unterstützt ihr die Jugend hier in unserem Verein, weil alles, was aus diesem Spieltag übrig bleibt, wird in die Jugendabteilung gesteckt. Das heißt, jetzt kann man nicht sagen, saufen für einen guten Zweck, aber tummelt euch reichlich. Wir haben den Metrolaster da hinten noch voll. Das ist eine Herausforderung, auch wenn es der Sonntagabend ist. Wünschen euch einen schönen Abend, sagen nochmal herzlich Dankeschön auch an alle Helfer, die heute mitgearbeitet haben. So, jetzt sind auch alle wieder wach und aufmerksam. Wir wünschen euch noch viel Vergnügen. Esst noch was, trinkt noch was. Die Mannschaften kommen gleich auch raus, kriegen noch was zu essen und zu trinken. Es gibt jetzt die Gelegenheit für das ein oder andere Gespräch. Der Weg nach Gummersbach, der ist nicht so weit. Das heißt, ihr könnt auch noch was gerne hier bleiben. Wir danken nochmal dem VfL Gummersbach. Wir danken Mario Jaske mit der HSG und wünschen euch beiden eine sehr erfolgreich verlaufende Saison. Und an insgesamt heute noch einen schönen Abend. Vielen Dank euch beiden, vielen Dank an euch alle.